Machst du eigentlich wieder einen Jingle? Ja. Na dann. Also. Klappt super. Ah. Team totale Zerredung, Redung. Wow. Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Team totale Zerredung. Quasi der Peak ist ja schon vorbei. Also ja. Wir haben ja quasi, wir sind ja jetzt Stars. Ich weiß gar nicht, was man macht als Star. Ich weiß auch gar nicht, wie es passiert ist. Schön, dass du mal hier schön kokst auf meinem Computer. Ich weiß auch gar nicht, wie es passiert ist, aber ich weiß, was jetzt folgen wird. Werbung für Matratzen. Ich hoffe doch. Live-Shows. Julius hat sich schon ein Boosted Board gekauft. Auf jeden Fall. Und Windeln. Das ist so mein neues Ding. Ich trage ab jetzt einfach immer Windeln. Und ich kriege einen Anruf. Das gibt's doch nicht. Ich kann jetzt nicht. Ich habe hier Aufnahme. Na toll. Das ist. Oh, weißt du, wer das ist? Nein. Jemand. Drück ihn weg. Richtig so. Hi, ich bin gerade leider in der Aufnahme. Ja, ehrlich, oder was? Ja, okay. Tschüss. Leg auf. Ich melde mich. Es darf nicht wahr sein. Ich würde jetzt schon gern am liebsten wieder abbrechen. Okay. Kein Wunder, dass wir eine Ein-Sterne-Bewertung bekommen haben, wenn wir hier nicht mal in Ruhe Atmosphäre herstellen können. Ja. Ja, ja. Klar. Klar, redet einfach eine Runde. Ja. Gut, ja. Okay. Das ist überhaupt nicht nervig. Toll. Das ist professionell. Das ist natürlich professionell, ranzugehen, wenn mich ein Geschäftspartner anruft. Oh Mann, ey. Alles fürs Geld. Alles fürs Geld. Nee, das ist so ein Geschäftspartner gewesen wie du, wo es nichts gibt. Aber bei mir legst du auf. Wie bei dir? Ja, na klar, ich gehe bei dir gar nicht erst ran. Ja, genau. Bei mir wäre jetzt der Podcast weitergelaufen. Selbstverständlich. Oh Mann, ey. Bist du traurig? Ich bin überhaupt nicht traurig. Warum soll ich traurig sein? Weiß ich nicht. Wegen deiner generellen Existenz. Nein. Nein, ist alles gut. Wirklich? Wir sind gechartet, Julius. Ich weiß nicht, woran es liegt. Wahrscheinlich ist irgendwas kaputt bei iTunes. Ja. Aber ich war heute Blumen kaufen. Für dich selber? Ja, wollte mir auch mal was Gutes tun. Und die Blumenfrau hat gesagt, dass sie unseren Podcast hört. An dieser Stelle schöne Grüße. Was ist denn das für eine Blumenfrau? Das ist ja mega cool. Ja, warum darf man denn als Blumenfrau nicht Podcast? Hat die dich anhand deiner Stimme erkannt? Du bist zum Blumenladen gegangen und hast gesagt, hallo, einmal primeln. Und dann hat sie gesagt, Team total Zerredung? Dann habe ich gesagt, ja. Was hast du für Blumen gekauft? Wer ist gestorben? Eine Sonnenblume. Du schenkst bei einer Beerdigung Sonnenblumen? Wer ist doch niemand gestorben? Ach so, na, du hast es nicht verneint. Mein Vater ist 60 geworden. Wird 60. Dein Vater? Heute. Echt? Und du schenkst ihm eine Sonnenblume wegen der Kerne oder warum? Weiß ich nicht, weil es schön aussieht. Du hast noch nie irgendjemandem Blumen geschenkt. Normalerweise schenkst du immer in Folie eingepackte Bücher. Du tust so, als ob ich total der schlechte Mensch bin, ich voll der gute Mensch. Wer hat dir eine Postkarte aus dem Urlaub geschickt? Du. Ja, eben. Nein, aber das meine ich doch gar nicht. Ich habe es nur negativ formuliert, also ich habe es nur negativ betont. Aber ich habe gesagt, normalerweise schenkst du keine Blumen, normalerweise schenkst du Bücher. Ja, sehr gute auch gut. Bücher. Ja, da freue ich mich auch darüber. Du hast mir schon 3 Bücher geschenkt. Ich habe sie alle. Ich habe sie alle. Ja, das ist schön. Ja. Ich sehe die auch immer stehen, dass sie noch schön so in Mint sind. Die sind quasi noch neu. Ja, 3. Ich habe also auch so eine. Ich habe ein extra Regal für deine Bücher, die ich aber noch eingepackt lasse in Knisterfolie, damit der Kater auch was zu spielen hat hin und wieder. Schön. Wenigstens der hat was von meinen Büchergeschenken. Ja. Und er heißt der Sherlock. Ah. Weißt du? Wie das Buch. Aber so ein Buch habe ich noch nicht geschenkt. Ich habe noch keinen Sherlock Holmes geschenkt. Finde ich schade. Lese ich gerne tatsächlich. Auch gerne im Original. Es gibt bald eine neue Übersetzung von Shakespeare. Ach. Ja. Hä? Entschuldigung, ich bin heute ein bisschen albern drauf. Ja. Dalberig wie ein rechter Backfisch, würde Thomas Mann sagen. Was? Das sagt Thomas Mann. Was kann ich denn dafür? Dalberig? Dalberig, ja. Das habe ich noch nie gehört. Und ich kenne Thomas Mann. Thomas Mann ist einer meiner Lieblingsschauspieler. Das haben die um 1900 gesagt. Nee, du meinst Michael Mann. Nein, ich meine Thomas Mann, den Schriftsteller. Hast du nicht Schauspieler gesagt? Ja, aber war er auch in meiner. Kennst du nicht diesen tollen Dreiteiler, Die Manns? Ja, und das war Thomas Mann, der sich selber gespielt hat. Thomas Mann war als Thomas nicht, Mann. Warum? Das war Thomas. Ich war die ganze Zeit im Film, sagen die immer Thomas zu ihm. Ja, also natürlich. Was? Thomas Mann. Ja, natürlich. Ja, was denkst du denn? Es ist schön, dass du so. Dass ich vertraue dem Fernsehen. Du bist kein Verschwörungstheoretiker. Nein, überhaupt nicht. Ich glaube den Leuten, dass das passiert. Angenehm. Wenn Michael Kretschmer sagt, es gab keine Pogrome, es gab keine Hetzjagd, dann gab es das nicht. Ja, hat er vollkommen recht. Ja. Ich glaube ja auch, dass Nachrichtensprecher ein richtiger Job ist. Also ich bin da wie du.
Das ist voll der richtige Job. Mhm. Wieso ist das kein richtiger Job? Ich weiß auch gerade nicht, worauf ich hinaus wollte. Du hast das vorher mit dem Kretschmer gesagt und das hat mich gleich schon wieder, das hat in meinem Kopf schon wieder die Alarmglocken läuten lassen und ich war schon wieder sauer. Ach, naja. Der kann doch nichts dafür. Der will halt unbedingt Wählerstimmen behalten und naja. Wer will das nicht? Ja. Ich würde das auch, ich glaube, das wäre mein Grund, in die Politik zu gehen, einfach. Ja. Aber speaking of Charten, du hast ja gleich das Richtige gemacht und hast quasi dem Erfolg abgesagt und bist direkt zur Goldenen Henne gegangen. Das ist am richtig. Gleichen Abend. Ja, ja. Wie war das? Ich war da auch einmal mit, aber dazu gleich. Ich bin erst später hingegangen. Ich gehe tatsächlich nicht mehr zu der nur Verleihung direkt, sondern ich gehe einfach nur noch zum Saufen. Ich kriege jedes Jahr so ein goldenes Ticket vom MDR, das schicken die mir. Ist in Henneform? Das ist einfach, also wenn eine Henne, also na, halt höchstens ein Henne-Fischstäbchen, also es ist ja rechteckig. Ja. Und das schicken die mir dann immer jedes Jahr mit einem Scheck über 200.000 Euro. Ja. Und dann gehe ich dahin. Da gehen die ganzen GEZ-Millionen hin. Also tatsächlich, ich hab, was Promis angeht, habe ich richtig, richtig abgesahnt. Wen habe ich gesehen? Otto habe ich gesehen. Ach ja, der hat einen Lebenswerkpreis bekommen. Der hat einen Lebenswerkpreis bekommen. Dann habe ich gesehen die Angelo Kelly Family. Ah, stimmt, die kenne ich von Goodbye Deutschland. Das war richtig toll. Ich habe die Lochis gesehen. Die sind natürlich YouTube B-Promi mindestens. Ich bin fast ausgerastet. Also die Lochis wirklich, also was für eine Präsenz auch. Das ist ja das Tolle, die haben da ich ja. Ich habe mir das nochmal nachher angeguckt bei den Lochis, das ist so furchtbar. Ja, also. Und ich habe einen meiner Kindheitsgesichter, möchte ich sagen, gesehen. Ach ja, ich weiß. Nämlich den Hauptdarsteller aus dem Film Sonnenallee, Alexander Scheer, der gerade als Gundermann in den Kinos läuft und zusammen mit seinem Regisseur Andreas Dresen. Und den hast du umarmt. Und den habe ich umarmt. Ja. Und dann, das hat unser lieber Freund Malte, hat das möglich gemacht. Malte ist an dem Abend immer für uns rumgelaufen, hat immer weil unsere Wünsche erfüllt. Weil der schon am besoffensten war und einfach überhaupt keine Hemmungen mehr hatte. Weil er am wenigsten besoffen war. Achso, dem war einfach sowieso alles scheißegal. Alle anderen waren besoffen, außer Malte. Das war ja super. Das war sehr angenehm. Und dann standen wir noch rum mit Alexander Scheer und ich habe ihn so angeguckt und habe gedacht, ja, er ist ein Mensch. Er hat gerade orangefarbene Haare, weil er David Bowie spielt, glaube ich, oder der probt gerade als David Bowie im Schauspielhaus. Und dann hat Malte irgendwann gesagt, na Julius, ist doch schön, dass du jetzt mal dein Idol getroffen hast. Dann habe ich gesagt, ja, von Idol war nie die Rede. Ist einfach nur, ich bin halt Fanboy, aber ich will ja nicht sein wie er, weil dann müsste ich mir jetzt auch die Haare orange färben und sehr, sehr dünn werden. Dünn werden und das funktioniert wirklich rein körperlich nicht. Ich habe es ja probiert. Ja. Ja. Aha. Also das war, und dann war es um 4 einfach zu Ende. Also als ich bei den bei der Goldenen Henne mal mit war, war es dann auch irgendwann gegen um 4, um 5 früh und dann, da war damals Vox ID oder wie die heißen, Vox It, diese komische Schlager Boyband oder wie, irgendwie so eine. Ich kenne nur die Mädels aus Dresden. So eine Schlager Boyband hat auf jeden Fall da eine Goldene Henne gewonnen, die waren furchtbar. Und irgendwann war es halt dann so um 4, um 5 und dann bin ich auf Toilette gegangen und da stand einer von denen halt am Klo und schwankte da so rum und dann kam noch jemand rein, irgendein anderer besoffener Dude und meinte irgendwie so, Entschuldigung, dass ich mich frage, hört ihr euren Mist eigentlich auch privat? Das fand ich, hat den ganzen Veranstaltungen noch einen letzten Schliff gegeben. Sehr, sehr gut. Ich hatte aber auch insgesamt 3 oder 4 Toilettenerlebnisse und zwar war es immer dasselbe, genau. Ich war dann wieder mit meinen Freundinnen und Freunden koksen, denn das mache ich. Nee, ich meine, das machen die natürlich alle. Kann ich weder bestätigen noch bestreiten, habe ich nicht gesehen. Ich war immer nur im Pissoir und da wird normalerweise eigentlich nicht gekokst. Ich glaube auch nicht, dass da gekokst wird, aber definitiv sind da Leute auf Koks. Auf jeden Fall, also da brauchst du nicht. Also, ich meine, die müssen ja die ganze Zeit durchhalten. Ne? Toll, dass du das, toll. Ja, klasse, klasse. Nein, was ich erlebt habe war, ich bin immer in den durch eine Tür abgetrennten Pissoir-Bereich gegangen und stand dann da immer alleine, als es später war. Und das ist mir wirklich mehrfach passiert. Und zwar sowohl mit Didi Hallervorden, der da war, als auch mit Boris Aljinovic, dem Schauspieler, das ist ein Tatortkommissar aus Berlin. Dann noch, das war noch ein Tatortkommissar da, nämlich der Dortmunder. Til Schweiger. Und nee, Til Schweiger war nicht da, den haben sie nicht reingelassen, der hat zu viel gepöbelt. Stand wieder mit Jan Ulrich vor der Tür. Und noch eine vierte Person und es war jedes Mal so, ich stand da am Pissoir, ich war 4-mal pinkeln, ich muss sehr, sehr häufig pinkeln. Das ist irgendwie so meine Superkraft, glaube ich. Ich bin Pissman. Egal. Stand ich da am Klo und dann kamen die immer rein in diesen Pissoir-Bereich, haben mich gesehen, sind sofort wieder umgedreht und sind auf die andere Toilette gegangen. Tja. Das war weil sie beeindruckt waren. Da kann ich nicht mithalten. Wahrscheinlich dachten die, oh, das ist dieser Typ, den man nicht kennt. Ja, geil. Ja, das war sehr, sehr weird. Ich hatte ein Smoking an. Ich war damit besser gekleidet als viele andere. Und
habe mich, also ich hätte einfach, das Problem war, ich war dann irgendwann in so einem Gespräch, das ging irgendwie 2 Stunden und deswegen habe ich nicht getanzt und als ich dann tanzen wollte, wurde die Musik ausgemacht. Das war sehr deprimierend und dann hat noch eine der MDR-Mitarbeiterinnen, die ich kenne, hat gesagt, ich habe ja letztes Jahr dann einfach den Regler wieder hochgeschoben, aber das kann ich nicht mehr machen, denn ich bin jetzt fest angestellt. Kannst du das machen, damit es weitergeht? Kann Malte machen. Ja. Malte ist hinhalt aufgeruppt und dann ging es wieder weiter. Ne, was ich an der Veranstaltung wirklich, wirklich schlimm fand, war, dass da alles, eben diese ganzen, alles, aber im Speziellen noch diese ganzen Leute, die da halt rumlaufen und wirklich halt so eigentlich nicht so viel zu sagen haben, aber laufen so rum und scannen so die ganze Zeit die Leute nach Bekanntheitsgrad und teilen die sofort ein, so halber A-Promi, halber B-Promi, C-Promi. Ja. Und dann, sobald sie jemanden sehen, da fängt es erst bei D an. Genau, aber dann, sobald sie den D-Plus-Promi sehen, der so eine 3,5 hat, sofort, wie das geht, hallo. Oh, das finde ich furchtbar, Da muss ich dazu sagen, es gibt eigentlich, und das gab es dieses Jahr interessanterweise nicht, es gab auf den letzten Verleihungen immer eine Person, also eine so eine etwas prominentere Person, die keine Peer Group hatte und dann immer so rumgelaufen ist, auf sozusagen, du hast dem Gesicht angesehen, bitte sprecht mich an, bitte. Das war letztes Jahr Matze Knob, der hatte sich extra wahrscheinlich irgendeine kleine Persiflage-Nummer überlegt, die dann aber keiner hören wollte. Und im Jahr davor war es, vor 2 Jahren war es Melanie Müller. Oh und das Gott, ist, also, und das ist immer schlimmer. Sowas dann zu sehen, das ist, da bin ich dann auch wieder froh, dass ich da gar nicht erst da hinkomme, weil ich nie berühmt werde, sondern oder nur internetberühmt, durch unseren krassen, was ist das, was wir hier machen? Podcast? Machen wir, wann machen wir das? Song. Genau, es ist ein sehr, sehr langer Song. Ja. Dedicated to John Cage, natürlich. Er heißt Super nerviges Gelaber. 49 aber, Minuten. Aber doch, ich fand eigentlich eine Sache ganz schön, als wir da standen, 2 Sachen. Einmal den Anklatscher oder die Anklatscherin, die halt wirklich da neben der Kamera steht und die ganze Zeit immer so und dann müssen halt alle Leute drumherum plötzlich übelst abgehen. Klar, das sind ja Rentner, die wissen ja sonst nicht, wann. Die schlafen ja auch, ein. Also, und wenn die mal so ein Gefühl haben bei so einer Veranstaltung, dann denken die ja wahrscheinlich eher, war das jetzt eigentlich Begeisterung oder doch ein Schlaganfall? Ja, und dass ich neben einem relativ bekannten Sportfunktionär saß, weil wir irgendwie abgegradet wurden, mussten wir da bei den Promis sitzen. Und saß ich halt neben so einem Sportmenschen und der war so herrlich angepisst von der ganzen Veranstaltung, hat die ganze Zeit immer gesagt, oh, ist das scheiße, so langweilig, komm mal, willst du was trinken? Kannst du nicht trinken? Oh, ist das scheiße. Ja, aber das war ja bei der Verleihung direkt, das, wie gesagt, bei der Verleihung das habe ich halt einmal erlebt und das war, da war es einmal in Berlin im Tempodrom. Und jetzt wirst du es auch nie wieder erleben, wenn das hier rauskommt. Ich habe bisher keine Namen genannt, außer alle, die wichtig sind. Ja. Wen habe ich noch? Max Giesinger habe ich vergessen, der war auch. Ah ja, das ist aber ganz nett. Genau, Max Giesinger ist super nett. Max Giesinger macht ja, das ist ja das Schöne, der macht ja Musik, da finden sich alle. Ach nee, der, ich habe den verwechselt. Rechts. Nee, der ist scheiße. Ich habe schon gedacht, André, was ist in der letzten Ich dachte, das ist dieser Stimmenimitator von einer Wochenshow. Nee, das ist Max jemand, Giermann. Max Giermann, genau. Ja, der ist super. Ja, der. Max Bier, nee, nicht Max Bier halt. Max Giesinger. Einer von 80 Millionen. Ja, der ist nicht so geil. Nein. Nee. Aber er, der hatte zumindest eine Peer Group. Der hat dann einfach mit den coolen Leuten rumgestanden und wurde hofiert. Man kann jetzt grundsätzlich nichts gegen die Aftershow-Party sagen. Da gibt es gutes Essen. Kuchen, da gibt's, so einen riesigen da gibt's Kuchen. Natürlich auch Kuchen. Da gibt's, da laufen die ganzen. Da wird genetzwerkt. Dann sagen die Leute von wegen so: Wir müssten mal was zusammen machen. Ja, müssten wir wirklich machen. Ja. Wir nehmen uns nie wieder. Genau. So läuft es. Außer dann natürlich bei der nächsten Henne oder so. Wollten wir nicht was zusammen machen? Ja, nächstes Jahr. Nee, da wird schon wieder eingeteilt von wegen. Bist du noch wichtig genug, um mit dir zu reden? Und dann. Ich war halt einmal da vor 3 Jahren bei der Verleihung und auch da wurden wir in die erste Reihe gesetzt, aber das in einen Block, der sich im Prinzip hinter der Kamera befand. Hinter der Rednerbühne befand. Das heißt, es gab eine Hauptbühne, da kamen die ganzen Musik-Acts und hinter sowas. Der Rednerbühne, da ist und von, nisch, nein, da ist einfach nur Halle. Digi, das war in Berlin. Die haben euch verarscht. Ach, wir waren, ja, da war ja, genau, da ist auch gar nichts passiert. Wir saßen da 3 Stunden rum und dann wurden wir wieder abgeholt. Wir hatten so einen Fernseher vor uns, da haben wir das geguckt. Nein, also im Tempelrum war es so aufgebaut, es gab die Hauptbühne und da gab es einen Steg, der von der Hauptbühne zu einer kleinen, etwas vorgelagerten Bühne führte. Und da war dann das Rednerpodest, wo dann Sigmar Gabriel für den Ehrenpreisträger Udo Lindenberg eine Rede gehalten hat und Udo dann ungefähr 20 Minuten lang geredet hat und Kim Fischer die ganze Zeit daneben stand und ihn behandelt hat, als wäre er geistig zurückgeblieben.
weil sie dann immer gesagt hat, wir hören jetzt mal auf, Udo. Oh, egal. Und wir saßen sozusagen in dem Block, der zwischen der vorgelagerten und der Hauptbühne war. Ja, okay. Dementsprechend wurden wir so gut wie nie gefilmt, hatten aber sehr, sehr guten Blick auf die gesamten Acts. Und es waren natürlich The Boss Hoss da, Santiano. Dann waren Aha da, die hatten in diesem Jahr ein neues Album. Und das Geile war, dass Aha aufgetreten, also der Pianist von denen, beziehungsweise der Keyboarder hat überhaupt keinen Bock, der hat es einfach nur so auf seinem Keyboard geklopft, weil es war Playback, außer The Boss Hoss, die haben zumindest Halbplayback gemacht, also sie haben gesungen. Und dann war irgendwie noch so ein anderes Schlagerduo, noch so ein anderes Schlagerduo. Und das Schöne war, eine Frau hat sowohl bei Aha Cello gespielt, als auch bei dem anderen Schlagerduo. Das weiß ich aber ziemlich genau, dass das wirklich eingekaufte Musiker sind. Ich kenne sogar jemanden, doch. Nein, ich habe danach gefragt, wieso spielt die denn bei Aha Cello oder Geige? Ja. Und bei diesem anderen Schlagerduo hat sie Background gesungen, in Anführungszeichen, denn sie hat nicht wirklich gesungen. Und man hat immer gesehen, wie der Gitarrist ihr dann immer so ein Zeichen gegeben hat. Ich saß ja wirklich sehr nah dran. Und ich habe dann unseren MDR-Kontakt gefragt, was es denn damit auf sich hat. Und dann hat er gesagt, ja, das ist eine Redakteurin. Naja, genau. Also, nein, ich habe keine Musiker. Ja, ich meine, aber das sind eingekaufte Leute, die wirklich da einfach mit in der Band rumklimpern. So was im besten Fall sind es noch Musiker. Ich würde auf die ganzen Shows scheißen. Sowas würde ich gerne machen. Einfach. Okay. Als Job. So. Ich habe ja auch mitgedacht, zumindest nachdem wir aufgenommen hatten, und habe dann bemerkt, krass, wir sind übelst professionell, wir haben an alles gedacht, sprich an nichts. Wir haben nicht mal einen Kommunikationskanal mit den 5 Milliarden Leuten, die uns hören. Und deswegen habe ich uns eine E-Mail-Adresse eingerichtet, die heißt post@teamtotalezerredung.de. Und Angebote für Matratzenwerbung oder für Julius, dass er endlich in der Fake-Band bei der Goldenen Henne spielen kann, bitte dorthin. Julius würde es sehr gern machen. Ich würde es auch sehr gern sehen. Dafür würde ich hinkommen. Ja, ich würde übrigens auch die ganze Zeit in Windeln auftreten, nur um jetzt mal mein Endorsement hier an der Stelle. Ich mache ja Werbung für Windeln, also einfach für Windeln grundsätzlich. Ich weiß Windeln auch nicht, warum. Ein sehr gutes Konzept, weiß ich auch nicht. Ich finde es ein bisschen unheimlich, dass du so, ich möchte nicht unter den Tisch gucken gerade. Die Hose spannt, habe ich das Gefühl. Ich hab doppelt angezogen, weil könnte ein bisschen länger dauern. Ich muss ja so oft aufs Klo, habe ich gerade erzählt. Was André gesagt hat, ist sehr richtig. Man kann uns selbstverständlich schreiben, man kann uns Anregungen geben, man kann uns beleidigen. Macht es doch einfach nicht so anonym wie der Typ im Internet. Die einzige bisher negative Bewertung bei iTunes ist ja von Würgeengel. Und der sagt, ich gebe dem Ganzen 1 von 5 Sternen. Und zwar mit den beiden Worten unlustig und langweilig. Ich finde das grundsätzlich völlig in Ordnung, wenn man kritisiert wird. Lieber Würgeengel oder liebe Würgeengel, ich weiß ja nicht, wer du bist. Doch, ich weiß aber, es. Ja, ich habe ihn gestalkt. Okay, dann kann André vielleicht gleich was dazu erzählen. Aber es ist einfach relativ sinnlos, weil was soll man darauf erwidern? Hey, nee, dieses Mal wird es bestimmt viel, viel lustiger. Ich meine, es ist immer noch besser, als wenn jemand, das ist ja passiert ja relativ häufig in so auf so Hotel Seiten, also auf auf Bewertungsportalen, wo dann die Leute immer schreiben, ich hatte überhaupt nichts auszusetzen, 3 von 5 Sternen. Ja, naja, aber das ist Deutschland. Das ist mir ist dann natürlich der blanke Hass viel lieber als so eine Scheiße. Naja, aber was mich dabei wundert ist, woher kommt diese Motivation? Also wenn ich was richtig, richtig scheiße finde und ich denke, das können die verbessern, können die irgendwie machen, dann gebe ich auch gern Feedback. Genau. Aber ansonsten, wenn mir das einfach nicht gefällt, dann höre ich es einfach nicht mehr. Dann ist so, ich weiß nicht, woher diese Verbissenheit kommt, aber das kommt ja tatsächlich immer mehr. Aber was ich mir halt vorstelle, ist dabei, so von wegen, mach es einfach nicht. Der Aufwand wäre mir schon viel zu groß, als das. Und es ist ja nicht so, dass wir das jemandem aufzwingen oder irgendwie. Mhm. Es ist ja nur so, von wegen, es gibt 1 Milliarde Podcasts, es gibt 1 Milliarde Äpfel, hier ist unser Apfel. Und dann kommt einer und sagt, aber ich mag Birnen! So, warum? Mhm. Ich verstehe es nicht. Ich glaube tatsächlich, dass im Subtext da mitschwingt, dass wir ihm einfach wertvolle Lebenszeit geraubt haben, dadurch, dass er den Podcast. Ja, aber Podcast die wertvolle Lebenszeit hat er mir auch geraubt in dem Moment, wo ich immer diesen Kommentar nochmal angucke und denke, stand es da wirklich? Und mir dann immer wieder vergessen habe, weil wir gerne die Folge so nennen würden, lieber Würgeengel, alles für dich. Ja. Ihr merkt also jetzt können wir es auch sagen, André ist tatsächlich auch gerade deswegen in Behandlung. Er hat heute nur Freigang und er ist ambulant immerhin.
aber er geht später nochmal zurück, um mit seiner Therapeutin und seinem Therapeuten, er hat nämlich zwei, darüber länger zu sprechen. Hast du nicht in der letzten Folge erzählt, dass du im Gefängnis sitzt eigentlich? Oder war das in der Folge, die es nicht ins Internet geschafft hat? Das kann ich ehrlich gesagt, das verschwimmt bei mir. Das verschwimmt bei mir mittlerweile. Was aber stimmt, ist, dass ich im Gefängnis sitze nach wie vor. Wir senden, das können wir auch so an der Stelle verraten. Durch eine große, dicke Scheibe. Wir senden jetzt gerade durch eine große, dicke Scheibe. Deswegen klinge ich auch genauso wie André, weil wir haben nämlich ein Loch in die Scheibe gebohrt und das Mikro dadurch. Also es ist technisch ist das, was wir heute hier machen. Ich habe die Killer-Serie geguckt, da passiert das Gleiche. Der sitzt hinter einer Scheibe und klingt 1A. Das ist cool, oder? Was aber ich finde die nicht so stark, leider. Na, diese I'm a Killer. Ich habe nur angefangen und ich fand den Typen einfach so super gruselig. Und deswegen, ja, der ist ja mega gruselig. Aber ist halt geil, dass er einfach jemanden im Gefängnis erwürgt hat, weil er meinte, die Haftbedingungen in der Death Row, also in der Todeszelle, sind viel besser als da, wo ich bin. Ja, deswegen erwürge ich jetzt jemanden und dann komme ich dahin. Ja. Und dann hat er das eingeklagt. Also geiler Typ, der hat es einfach durchgezogen. Ja. Der, aber der ist einfach auch seit der 15 ist im Gefängnis und dann, ich finde... Der ist dann, einfach super crazy. Ja, wenn das deine Perspektive ist, dann versuchst du natürlich, dir da dein Leben angenehmer zu gestalten und wenn das nur durch Morden geht, hey, stell dir mal vor, die würden jetzt beschließen, von wegen die Sachen, die Haftbedingungen in der Todeszelle werden ab jetzt schlechter gemacht, damit es den Leuten richtig, richtig mies geht. Dann würde niemand mehr irgendjemanden umbringen. Ja, aber der Typ hätte dann einfach, oder sagen wir mal so, 2 Tage, nachdem er den umgebracht hat, werden die Haftbedingungen in der Todeszelle verschärft. Und er kommt da so rein und denkt, oh, scheiße. Wenn das dann wirklich sein Problem ist, dann hat er wirklich ein Problem. Na, der hat doch aber nichts anderes. Das kann ich schon nachvollziehen. Also sein ganzes Leben passiert in der Zelle, dann möchtest du es auch schon irgendwie schön haben. Und wenn du in der Todeszelle ein Bild an der Wand haben kannst, ist doch cool. Und noch ein Sofa. Ein Sofa, na klar. Du darfst kein Sofa im Gefängnis haben. Also ich habe ein Sofa im Gefängnis. Ja. Ja, ich kann dir gleich mal meine Zelle zeigen. Ja. Es ist, ich will da nicht rein. Aber ich habe ja auch niemanden, also ich habe halt niemanden ermordet. Ich habe nur einen beleidigt. Jetzt klingelt's auch noch. Gehst du da jetzt tatsächlich hin? Ja. Ehe es noch länger klingelt, das ist ja das Problem. Oh Mann, ey, okay. Erzähl doch mal in der Zwischenzeit irgendwas, was mich interessiert. Ich muss da hingehen, André. Ja. Sorry. Aber okay, wenn es im Gefängnis klingelt, dann musst du rangehen. Jetzt solltest du auch vielleicht mal langsam gehen. Jetzt geht er tatsächlich. Ich fass es nicht. Herzlich willkommen zu Andres Solo-Show. Mir fällt gerade was ein. Meine Exit-Strategie, also falls es irgendwann mal nicht mehr läuft mit den ganzen Millionen, die wir mit diesem Podcast verdienen, ist meine Exit-Strategie, dass ich gern Gefängnisbeamter wäre, Justizvollzugsbeamter. Und das habe ich letztens gesehen, als ich im Auto unterwegs war. Die machen auch ganz hart Werbung, also nicht so eklige Werbung wie bei der Bundeswehr, Hashtag führen und so ein Mist. Die machen das viel schöner, die haben so Vans und da steht drauf Jobs mit J. Justizvollzugs, was war's? War Würgeengel da? Hat er zugehauen? Du siehst schon, oh. Es ist Wahnsinn. Hat er wieder die Fans geklingelt? Ja. Nehmen sie gerade auf, ob wir vielleicht mal gucken dürfen hier ins gläserne Studio? Ja, im Gefängnis. Ja? Ja, haben sie geklingelt. Hab ich gesagt, nee, geht jetzt nicht. Wer war's denn? Sag ich nicht. Oh ey. Und dafür frage ich auch noch nach. Ja. Hast du gehört, was ich erzählt habe? Dass ich von meiner Exit-Strategie erzählt habe, dass ich gern, wenn es irgendwann mal nicht mehr läuft, dass ich gern Justizvollzugsbeamter werden würde. Weil ich das cool finde. Klar. Also. Darf ich? Also, du kriegst von mir die Erlaubnis, die Leute hier. Wir müssen jetzt mal aufhören mit dieser Illusion. Wir sind natürlich nicht im Gefängnis. Wir sitzen natürlich in der Kanalisation. Wir lassen uns so Pizza liefern und bezahlen die dann so durch den Gullideckel. Ja. Die Turtles sind eigentlich wir. Genau. Es war tatsächlich ein Lieferservice, aber er hat sich an der Adresse geirrt. Oh Mann. Und dann hast du einfach gesagt, er soll es herbringen. Und dann? Dann essen wir, so wie manche das machen, die einfach keinen Stil haben, die vor dem Mikrofon essen. Das mache ich nicht. Vor dem Mikrofon mache ich nicht, sagt er und trank. Oh Gott. Das ist wieder so Kanalisationsbrühe. Ist lecker. Nee. Was, dein Buch kommt diese Woche raus. Stimmt? Mein Buch kommt. Oder nächste. Also heute ist Mittwoch. Wenn wir das rausbringen, ist es Donnerstag. Dann kommt es quasi morgen. Morgen kommt mein Buch raus. Am Freitag. Das heißt Platzwechsel und ist das beste zweite Buch, was ich jemals geschrieben habe. Das kann ich nur bestätigen. Ich habe sehr viel an dem Buch mitgeschrieben. Ich habe 3-4... Nein, du hast sehr gute Lektoratsarbeit gemacht. 300-400 Seiten geschrieben. Es war eigentlich 1200 Seiten lang. Dann haben wir es wieder zusammengekürzt auf ungefähr 380. Ja. Und es ist wirklich das Beste, was ich je geschrieben habe. Und es heißt Platzwechsel von Julius Herrmann. Ja. Und Leute...
wenn ihr, also ich meine, ihr lest es wahrscheinlich eh alle, denn ihr seid ja alle Fans, Fans von diesem kleinen Schreibgnomen mir gegenüber. Aber es ist wirklich, also das erste Buch, das kann ich ja mal dazu sagen, das erste war Buch, das war geil. So ein Episodenroman, aber das Wort Roman spottet eigentlich der Beschreibung. Es war halt ein geiler Roman. Es waren halt so zusammengeklatschte Geschichten, die also ganz lustig waren, aber eigentlich immer zu slapstickig und zu und irgendwie auch zu Wolltest du nicht gerade anfangen zu loben? Und das zweite Buch, im Gegensatz dazu, hat eine wirkliche Geschichte, beschäftigt sich wirklich ernsthaft mit Dingen und ist einfach sehr, sehr, sehr gut. Ich bin großer Fan von André und ich würde es natürlich gerne die ganze nächste Woche überlesen, wenn ich nicht auf Tour wäre, um jetzt mal hier Werbung für das zu machen, was ich mache. Ich habe ja auch ein Buch geschrieben und damit gehe ich Es heißt, ich hasse Menschen und ist das beste dritte Buch, was ich je geschrieben habe. André hat mir auch dabei sehr geholfen. Ich habe es ein bisschen schlechter gemacht, weil ich nicht wollte, dass du erfolgreich damit bist. Genau. Ich habe ihn sogar mit in meinen Dank reingenommen. Ich hoffe, du hast mich auch mit in deinen Dank. Ja, natürlich. Ja, habe ich. Ach, scheiße, ich hatte jetzt gehofft, dass sich ein Konflikt entwickelt und wir uns einfach direkt prügeln. Kommt doch bitte zu allen Lesungen von uns beiden, ja. Immer. Wo bist du? Du bist nächste Woche in Dresden oder sowas, wa? Übernächste. Ich lese, nächste Woche bin ich am Dienstag in Hamburg, am Donnerstag übel und gefährlich. Genau, am Donnerstag in Osnabrück. Aber in Osnabrück sagen wir, wir sagen alle Osna. Das ist so eine polnische Enklave im Westen von Deutschland. Stadt des Westfälischen Friedens. Wissen viele nicht, ne? Westfälischer Frieden kenne ich nur, wenn man Kinder zum Einschlafen einen Schnaps gibt. Wirklich? Ja, dann nennt man das Westfälischer Frieden. Das habe ich ja noch nie gehört. Wie kann man das historisch herleiten? Na, Kind nervt, Schnaps rein. Die ersten, die es erfunden haben, waren Westfalen. Ja. Ja, klingt nachvollziehbar. Historisch gesehen ist natürlich der Westfälische Frieden absolut irrelevant für unsere Sendung. Okay, danke, dass du es mal, wir mal kurz über den Westfälischen Frieden geredet haben. Ich bin auf jeden Fall dann die Woche drauf, da mache ich dann die andere Route, da bin ich in Hannover, in Göttingen. Ich glaube, das ist sinnlos, wenn du keine Daten nennst. Wieso? Die Leute können sich ja darüber hinaus im Internet Die nehmen sich jetzt einen Zettel und einen Kalender und gucken so, jetzt hat er gesagt, nächste Woche und davon wiederum eine Woche und dann der Dienstag nochmal 3 Tage zurück. Die Woche davor. Ich hoffe ja, dass Würgeengel zu einer der Lesungen kommt und dann und die aufs Maul haut. Und zwischendurch einfach aufsteht und sagt, unlustig und langweilig. Einfach gehen, ein Stern. Genau, einfach damit man mal so ein bisschen, damit man auch eine Diskussionsgrundlage hat. Ja. Ich glaube, mittlerweile kommen nur noch AfD-Leute zu Lesungen bzw. zu Poetry Slams und tragen dort Texte vor, wie es mit der Ausländerschwemme ist und so, dass hier einfach gar nichts mehr geht mit so schönen Pailletten Deutschland Tops an. Wie die kleine Ida Marie. In Speyer. Oder wie die. Speyer ist auch schon. Wo ist denn Speyer? Speyer ist. Weit weg, bei Worms. Baden-Württemberg, würde ich jetzt mal behaupten. Und ich war noch nie da, deswegen kann ich das nicht sagen. Es ist ein Ort, an den man jetzt natürlich fahren muss, um für die Demokratie zu kämpfen. Ja. Aber man kann auch einfach in den Bundestag fahren, weil da sitzt ja die Mutti von der. Von der Frau und einfach da ein bisschen. Ich weiß auch noch gar nicht so richtig, was ich davon halten soll. Also irgendwie weiß ich es schon, weil dieses Mädchen tut mir in erster Linie erstmal leid, weil die ist 14, die weiß natürlich irgendwie noch gar nicht so richtig, was sie macht. Also zumindest wäre es so, wenn sowas bei mir, als ich 14 war. Mit 14 war ich einfach kein Mensch. Und also hast du halt von deinen Eltern vorgelebt bekommen. Ja, genau, aber meine Eltern waren halt linksradikal und haben die ganze Zeit mit Steinen geworfen. Echt? Nein, waren sie nicht, aber meine Eltern waren okay. Die waren nicht verrückt wie diese komische AfD-Tante. Und insofern tut mir halt dieses arme Mädchen so leid, weil die kann natürlich nichts dafür, auch wenn sie Unsinn erzählt und meint, sie steht dahinter. Aber ich finde diese Strategie halt total krass, dass das jetzt mittlerweile ein Weg ist, der gegangen wird. Wir gehen da einfach mal hin. Aber die Strategie ist doch eigentlich fast immer dieselbe, nämlich die von der Gesellschaft, in der wir eigentlich glaubten zu leben, positiv besetzten Werte zu nehmen, wie zum Beispiel auch ein Ausruf wie Wir sind das Volk und von da aus und das ausgehend einfach umzudrehen und zu sagen, nee, aber wir sind das Volk, obwohl sie gar nicht das Volk sind, zum Beispiel. Für eine Mehrheit sprechen zu wollen, die nicht existent ist. Das ist doch deren Taktik von Anfang an. Und halt sowas zu vereinnahmen halt. Vereinnahmen, klar. So ein Programm, also so eine Veranstaltung, die
natürlich total offen ist und erstmal nicht nachfragt, wer da auftritt, was total Podeslam ist. Ja. Und dann tritt halt so jemand auf, was ich natürlich irgendwie krass finde, dass die sogar noch weiterkommt, weil sie offensichtlich noch Leute mit hat da im Publikum, die für sie applaudieren. Und für andere Beiträge zum Thema Antirassismus, ja. Buhn und so. Und dass dann auch noch die nicht abgebrochen wird, überhaupt nicht. Und dass dann auch noch die Zeitung nichts Besseres zu tun hat, als den ganzen Mist, den sie von sich gegeben hat, nochmal wortwörtlich zu zitieren. Weil wir wissen ja sonst nicht, worüber man redet. Es ist furchtbar, das zu reproduzieren. Also, eigentlich dürfte man dem gar keinen Platz geben, aber das ist ja dann auch wieder doof. Ja, also wie gesagt, so, ich finde es ja auch wichtig, sich zu positionieren, aber man muss halt, ja, ich muss auch mal wieder zu so normalen, zu so Politik einfach zurückkehren und sich nicht von denen halt leiten lassen. Wenn es halt nur noch um Geflüchtete geht, ist es wichtig, aber es ist ja definitiv nicht der Hauptpunkt, der hier die Bundesrepublik auf die Kippe bringt, wie es ja angeblich ist. Ja, aber sie bestimmen doch, sie versuchen doch die ganze Zeit den Diskurs zu bestimmen und die, ich sag mal, nennen sie jetzt mal demokratischen Kräfte einfach die ganze Zeit am Arbeiten zu halten. Ja. Wie zum Beispiel die AfD im Sächsischen Landtag, die nachdem das mit Chemnitz war, an alle Redaktionen... In Sachsen-Anhalt. In Sachsen oder in Sachsen-Anhalt? In Sachsen-Anhalt meintest du, mit der Hetzjagd. Genau, mit der Hetzjagd, dass sie dann allen Redaktionen sozusagen, wahrscheinlich aus dem Untersuchungsausschuss zu diesem Thema, die Aufgabe aufgedrückt haben, alle redaktionellen Beiträge, egal ob Nachrichten oder Reportage oder was auch immer, nochmal auf das Wort Hetzjagd und die Kontextualisierung zu untersuchen, das ist doch einfach um abzulenken, das ist doch um die Leute beschäftigt zu halten, damit sie sich nicht aktiv am Kampf gegen diese autokratischen und antifreiheitlichen Leute beteiligen können. Ich habe übrigens drüber nachgedacht, ich glaube, oder ich bin, mir tut sie nur 50% leid, das Mädchen. Ja, weil ich finde, mit 14 kann man schon so weit sein, zu sagen, ich habe mich aber ein bisschen weiter noch intensiv mit den Themen beschäftigt, natürlich, die bei mir am Frühstückstisch passieren. Ich habe Unterricht, ich habe dies und das und ich stelle mich dagegen. Also ja, aber ich stelle es mir halt auch so vor, von wegen, die hat halt eine Mutter, die irgendwie richtig hart in der AfD unterwegs ist, die hört ja auch nichts anderes. Also für die ist es auch die ganz normale Welt. Also so muss es halt, glaube ich, auch sehen. Ja, aber ich glaube, mit 14 kann man von den Leuten schon erwarten, dass sie einmal zumindest ganz kurz rausgucken. Ja, natürlich. Und auf jeden Fall. Also, ich will das gar nicht runterspielen. Sicherlich hat da der Umgang und so einen großen Einfluss auf das, was die Kids heute machen. Ja. Aber andererseits, es gibt auch das Internet, Segen und Fluch zugleich. Da kann man alles Mögliche rausfinden. Ich glaube, es ist grundlegend einfach ein Problem in unserer Gesellschaft, dass die Leute mit dieser Freiheit, die es gibt, im Kontext mit dem Milieu, wo sie aufwachsen, nicht umgehen können. Also, oder viele. Ich ja auch nicht. Keine Ahnung. Ich versuche alle Aussagen, die ich treffe, nicht immer, vor allem nicht, wenn ich frei rede vor einem Mikrofon, aber trotzdem, ich versuche alle Aussagen, die ich treffe, irgendwie nochmal auf Richtigkeit und auch darauf abzugucken, ob das jetzt einfach nur eine Meinung ist oder ob das eine Haltung ist, die man fundiert begründen kann, etc. pp. Oder ob es einfach nur so rauskommt. Und ich glaube, diesen Anspruch sollte man immer haben. Ja, schon. Aber ich glaube, das ist so eine Leistung, die man nicht von allen Leuten erwarten kann, tatsächlich. So, ich glaube nicht, dass, und das ist wieder meine pessimistische Haltung, ich glaube nicht, dass das Gros der Menschen besonders clever ist oder besonders sich mit Dingen auseinandersetzt oder sich Meinungen von bestimmten, von mehreren Quellen holt. Ja. Und wenn man schon sieht, dass halt die meisten Leute sich irgendwie bei Facebook informieren, ist es halt einfach Unsinn. Wenn ich sehe, was Leute, die ich für zurechnungsfähig halte, bei Facebook posten, dann denke ich halt so, okay, wenn ich nicht mal bei, was ich, einer Nachrichtenseite nachgucken würde, ich wäre ja irre. Ja. Ich würde ja an alles Mögliche glauben. Also immer verschiedene Nachrichtensendungen angucken, das vielleicht mal an die Kids da draußen. Ja. Immer mehrere Meinungen einholen. Ja, immer sich von Georg Restle die Meinung holen, denn das ist wirklich der allerbeste Typ. Der Moderator von Monitor ist der geilste Typ ever. Mhm. Ich liebe den. Und der Moderator von Galileo natürlich. Ich glaube, das sind so die beiden Ikonen. Ja, Ayman Abdallah. Ja. Na, das ist so positiv und negativ. Das ist so, daraus schmelzt sich meine Meinung zusammen.
Populismus oder nicht Populismus. Nein, das ist wirklich nicht. Ich finde meines Ernst. Populär, ja, ich weiß. Ich weiß. Also du hast auf der einen Seite die Popwissenschaft und auf der anderen Seite hast du den wirklich Popjournalismus. Wirklich gute, fundierte journalistische Arbeit. Mit Meinungen sogar. Das ist super, ja. Ich bin da gar nicht so sehr drin. Ich sitze ja die ganze Zeit nur zu Hause und im Gefängnis und überlege mir, wie ich hier wieder rauskomme. Aber, also ich kriege ja Ausgaben. Aber hast du zum Beispiel mitbekommen, um mal nochmal kurz bei Politik zu bleiben, aber geilere Politik als die beschissene AfD, hast du mitbekommen, dass Markus Söder, der Ministerpräsident von Bayern, für 700 Millionen Euro ein Raumfahrtprogramm startet? Nämlich soll Bayern Bavaria, ausgelöst werden? Bavaria One. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass sie einfach an jeder Ecke von Bayern eine Rakete anbauen und sich dann aus Deutschland hinauslösen und damit ins All fliegen. Ja. 700 Millionen Euro, Bavaria One, Mission Zukunft. Und dazwischen, und da ist halt so ein Kreis, und da drin ist halt sein Gesicht, aber mit diesem typischen Markus Söder-Gesicht, was immer so von wegen so ein Fick-mich-Gesicht halt. Guckt wirklich so, als ob dieses Mr. Bean-Ding, dieses Meme, wo es gibt, if you know what I mean. So sieht das mit Mission Zukunft, wenn du weißt, was ich meine. Markus Söder, der habe ich mitbekommen. Ich will nicht sagen Idiot, aber er ist einfach verrückt. Er ist einfach wirklich ein Egomane vor dem Herrn. Also so dicke Eier musst du erstmal haben, dass es schon wieder unartig ist. Für mich guckt er immer so, als hätte er so ein bisschen Schmerzen da, weil die Hose zu eng ist. Ja. Aber ein Weltraumprogramm von Bayern, warum? Also das ist doch wirklich, ich habe bei Twitter gelesen, hat jemand geschrieben, von wegen, das ist die größte Penisprothese, die man sich vorstellen kann. Und das, glaube ich, stimmt. Was soll es? Was soll das? Kann man 700 Millionen Euro, haben sie so überlegt, von wegen so, was können wir machen? Schule? Können wir mehr Pflegeberufe? Brauchen wir nicht. Brauchen wir alles nicht. Grenzen sind auch dicht. Alles dicht, so, dann machen wir Raumfahrt. So, er hat wahrscheinlich so schön in den Himmel geguckt und so, die Sterne. Nein. Ja. Wahrscheinlich wird das nicht mit diesem leicht sächsischen Akzent, sondern die Schwertraum. Ja, die Sterne. Die Sterne. Ja. Wenn wir da raufkönnten, das wäre geil. Das wäre super Gaudi. Ja. Aber wollen wir jetzt auch wie so Radiomoderatoren so schlechte Politiker-Imitationen machen? Das finde ich sehr gut. Oh nein. Ja, da sind wir doch schon wieder bei Matze Knob. Bürger. Oh, ja. Ich kann absolut nicht reden wie Angie. Oh, das ist auch furchtbar. Ich mag es überhaupt nicht, wenn Leute. Das ist so, wie wenn unser lieber Kollege Christian Meyer, der ja nun mal aus wo kommt der her? Aus niedersächsischen Verhältnissen kommt. Und dann versucht zu sächseln. Das ist furchtbar. Nicht. Aber an dieser Stelle ein lieber Gruß auch nicht nur an Christian, sondern auch an den Kollegen Till Reiners. Der hat nämlich eine ähnliche Sprachstörung. Der kann das auch absolut nicht. Der kommt aus Trier. Der kommt aus dem Niederrheinischen. Ja. Irgendwo, ich weiß gar nicht, wo das ist. Kleve. Weiß ich auch nicht, wo das ist. Das ist, wenn du nach Duisburg Richtung Holland fährst. Also im Prinzip keine Ecke, wo man gerne sein möchte. Und der kann absolut, also ich würde ihn eigentlich gerne mal hierher einladen, ins Gefängnis, nur damit er Dialekte nachmacht, weil es ist, ich habe es einmal erlebt und es ist Situationskomik, man kann es nicht anders beschreiben, aber es ist unfassbar erbärmlich. Also, weil wenn ich sechs rede, dann klingt es wenigstens so, als wäre es so, ne? Ja, aber du kommst ja auch von hier. Also, ich komme auch nicht aus Hamburg und klingt auf welchen Hofen, Leute. Ja, aber das ist, weil du jetzt so eine Schiffermütze aufhast. Das ist richtig. Ich komme nicht aus Berlin und klingt trotzdem wie ein Arbeiter, Junge, weißt du? Das ist, weil du gleich zuhaust. Und das Bayerische, das ist mir auch innen. Aber ich mach mal österreichisch. Das mag ich nicht. Nee, das kann ich. Ich weiß nie so richtig, österreichisch, bayerisch. Ich kann auch, Schwäbisch ist auch sehr schwer. Was noch? Aber Schwäbisch, finde ich, ist eigentlich ein geiler Dialekt. Also wenn man es wirklich kann, ist es geil. Ist das geil? Ja, das ist ja nicht Schwäbisch. Aber wenn man es machen würde, wäre es geil. Siehst du, und jetzt bin ich auf derselben Stufe wie Christian. Aber ist sehr, sehr, aber was kannst du noch Schweizer? Nee, Schweizerdeutsch kann ich gar nicht. Claro. Oder? Ja, schon, oder? Ich kann natürlich noch. Das ist das Einzige, was ich kann. Ich kann claro und schon, oder? Schon, oder? Ja, schon, oder? Ja, aber das sind aber so Reden. Mehr sagen die auch nicht. Nö, die haben die einfach mit. Nö. Also, claro zum Beispiel heißt ja oder klar. Claro. Und claro heißt nein. Also, die haben einfach diese drei Worte. Tarot habe ich gleich. Also, man die Claro-Karten legen. Die Claro-Taten. nee, tatsächlich habe ich herausgefunden, dass die Schweizer das einzige. Die, oder das Schweizerdeutsch ist die einzige Drei-Wortsprache der Welt. Und naja, claro und show oder?
Und damit machen die alles, damit machen die alle Kommunikation. Ja. Ich würde jetzt gerne mal so einen Schweizer Podcast hören, wo sie sagen so noch Claro, sure. Ich glaube, da kannst du auch einfach so mit Folie rascheln. Das ist im Prinzip dasselbe. Bist du ein bisschen Folie? Nee, bitte nicht. Obwohl ja wahrscheinlich Folie rumliegen würde wegen der Katze. Selbstverständlich. So. Wir haben nämlich eine Gefängniskatze. Ja, die hier schön durch die Flure strolcht. Ja. Interessanterweise heißt sie Sherlock, wie der berühmte Detektiv, was irgendwie zum Ganzen... Und wie die Katze, die du bei dir zu Hause hattest. Und wie die Katze, damals, die ich bei mir zu Hause hatte. Vielleicht ist es dieselbe. Und es ist auch ein Kater, beziehungsweise es ist eigentlich nichts, weil es ja... Oh Gott. Ist ja kastriert. Was ist es dann noch vom Geschlecht her? Tatsächlich steht im Katzenpass Neutrum. Ja, es ist ja, Gender ist ja auch vorbei. Außerdem ist es jetzt auch, ist es jetzt auch erlaubt. Also, was heißt erlaubt? Jetzt gibt es ja im Pass, kann man jetzt auch diverse ankreuzen. Also Mann, Frau und diverse. Im, ja, das im haben die doch beschlossen. Oder im Menschenpass? Im Menschenpass. In welchem Menschenpass? Also in dem. Ja, in deinem. Du hast doch einen Ausweis, da steht doch männlich. Oder im Reisepass, keine Ahnung. Reisepass steht es, glaube ich, nicht. Ich habe da noch nie drauf geguckt, weil mir das sowas von egal ist. Ist jemand Mann, ist jemand Frau? Hauptsache, die Leute kriegen ihren Job dann. Jetzt mal ohne Scheiß. Hauptsache, sie kriegen ihren Job. Ich bin ja dafür, dass niemand einen Job kriegt. Ich möchte, dass niemand arbeitet. Dass alle arbeitslos sind, aber trotzdem. Aber trotzdem. Nein, ich bin ja der Meinung, dass der Mensch einen Impuls hat, zu schaffen, also oder irgendwas zu machen. Ich glaube, niemand würde einfach nur nichts tun. Klar, viele Leute würden sich erstmal einen Plasmafernseher holen, wenn irgendwie bedingungsloses Grundeinkommen wäre. Aber das wäre ja nicht der Dauerzustand. Ich glaube, es wäre erstmal, wenn das so käme, bedingungsloses Grundeinkommen, wäre erstmal ein halbes Jahr lang Party. Nee, beziehungsweise so lange, wie das Kraftwerk alleine arbeiten kann. Ja. Und wenn dann der Strom ausgeht, dann würden Leute denken, ah scheiße, irgendjemand muss jetzt ins Kraftwerk. Aber dann würden natürlich die im Kraftwerk ein bisschen mehr Kohle kriegen, damit das auch wieder ein Anreiz ist. Und dann würde es natürlich auch Leute geben, die sagen, ach komm, einen Tag in der Woche kann ich mal im Kraftwerk arbeiten. Und dann merken sie plötzlich, ey, das macht ja mega Spaß, hier durch die verschleimten Rohre zu laufen. Ich komm, 2 Tage. Außerdem gibt es natürlich Leute, die sagen, von wegen Kraftwerk ist geil. Also nicht nur die Band, sondern auch Arbeit im Kraftwerk ist cool und die würden dann da arbeiten. Genauso wie ich halt glaube, dass es Leute gäbe, die gern Straßenbahn fahren. Halt einfach nicht nur 40 Stunden in der Woche, weil das ist scheiße. Ich glaube, das ist ungesund und nicht cool. Aber so ein Grund... Gibt es auch so Studien, oder? Dass man das 8 Stunden... Na, dass du in 30 Stunden... Dass du in 6 Stunden genauso viel schaffst wie in 8. Genau, weil irgendwie... Was arbeiten die Leute heutzutage noch? Machen eigentlich fast nur noch im Büro und dann beantworten sie halt... Genau. Ein paar Stunden lang E-Mails, telefonieren noch ein bisschen. Nein, das ist ja auch so ein Motivationsding. In Schweden und dann... Das ist ja auch so ein Motivationsding. Wenn ich weiß, ich bin hier nur 6 Stunden, bin ich, zumindest ich, motivierter, was zu machen oder was zu schaffen in den 6 Stunden und schaffe dann wahrscheinlich genauso viel wie in 8. Ich habe gestern 6,5 Stunden gearbeitet. Du arbeitest, hast da gar keinen Job. Naja, aber in dem Job, den ich beide nicht hab, arbeitslos. Ich habe gestern quasi 6,5 Stunden so ein Gefängnisvideo geschnitten. Ach ja, stimmt. Ja, 6,5 Stunden. Aber du saß daneben, während jemand geschnitten hat. Nein, aber ich habe gedacht dabei und ich habe immer gesagt, schneid mal da, weil ich das selber nicht kann. Ich bin tatsächlich, also es wurde mir richterlich untersagt, meine Hände auf eine Computer. Das ist, weil du damals so viel gehackt hast. Das ist wie in diesem, wie bei Hackers. Der Junge, der einfach dann im 12. Lebensjahr 1300 Computer gehackt hat und dann bis zu seinem 18. Lebensjahr keine Computer mehr anfassen darf und dann zu seinem Geburtstag in der Nacht anfängt zu hacken. Ja. Ich bin Hacker. Du warst das. Ich war das mit Zero dem, cool. Ich war das und ich war übrigens auch das neulich mit dem, das habe ich geheim gemacht vom Handy, mit den 500 Millionen Facebook-Accounts. Wenn ihr ausgeloggt wurdet automatisch aus eurem Facebook, das war ich. Ich habe jetzt all eure Daten. Hast du Angst gehabt? Weil Facebook mal alle ausgeloggt hat? Nein. Nein, gar nicht? Hast du mal kurz überlegt? Nein, wir haben im Gefängnis überhaupt kein Facebook. Ja. Wir haben hier nur Snapchat. Ja. Damit es nach 24 Stunden einfach, damit alle Evidenz zerstört ist, weißt du? Also ich find's ja tatsächlich immer mal ganz gut, so ein bisschen den Überblick zu haben, was für große Seiten gerade gehackt wurden. Weil meistens werden ja diese Dumps, also die ganzen Daten, werden ja irgendwann mal, landen die ja doch mal im Internet. Und dann gibt es ruckzuck immer so Suchseiten, wo man mal einfach nach E-Mail-Adressen oder Benutzernamen suchen kann. Und dann zeigt er dir an, ob es dafür ein Passwort gibt oder nicht. Und das funktioniert tatsächlich. Das weiß ich aus ziemlich sicherer Quelle, dass Leute da schon ihre Passwörter losgeworden sind. Einfach weil es halt offen im Internet steht. Deswegen, liebe Kinder, immer unterschiedliche Passwörter benutzen für jede Seite, auf der ihr euch anmeldet und regelmäßig ändern. Ich kann auch aus sicherer Quelle sagen, wenn ihr eine E-Mail bekommt, zum Beispiel von einer bulgarischen Bank, euer gesamtes Geld anzulegen oder wenn euch irgendjemand erzählt, Geldanlagen
Total die gute Idee, einfach mal das Wort googeln und dann den ersten Treffer nehmen. Macht das nicht, Leute. Ja. Macht das nicht. Oder fragt Christian Meyer vorher. Der wollte ich gerade sagen. Ich, ja. Ich wollte noch sagen, der anonyme Freund von uns, ja. Der meinte, er muss sehr viel Geld nach Rumänien schicken an eine Bank, die unglaublich viele Zinsen verspricht. Ja. Und das für eine gute Idee gehalten hat. Er hat es dann nicht gemacht, oder? Er hat es dann doch irgendwie rückgängig gemacht. Er konnte es noch schnell rückgängig machen. Ja. Es war nicht viel. Ich meine, wie viel verdient Christian? Es waren 200 Euro wären das gewesen. Ja. Also verdient? Also wie viel er kriegt oder wie viel er kriegen sollte? Das sind ja zwei unterschiedliche Sachen bei Christian. Vielleicht wäre er so ein Kandidat fürs bedingungslose Grundeinkommen, glaube ich. Nein, Christian macht einen guten Job. Ja. Er ist ja, seit wir nicht mehr so viel als Band machen, macht er ja einen sehr harten Booking-Job im Leipziger Kupfersaal, Andres und meine Heimstätte oder die Heimstätte unserer Lesebühne. Und das ist, glaube ich, schwieriger, als man denkt, weil da musst du ja auch die ganze Zeit handeln. Das ist ein furchtbarer Job. Und die ganze Zeit nur E-Mails schreiben und die Leute schreiben ja immer für eine Sache 10 E-Mails. Ja. Die sagen dann von wegen, wir würden gern ein Mikro auf der Bühne haben und dann kommt das nächste Kabel, brauchen wir auch, ja. Und gibt es noch Gummibärchen, ja. Im Backstage, ja. Und was ich nicht alles, und ja. Dann haben sie ihre ganzen Codes, ihre, ja. Ganzen Rider-Codes, weißer Unterwäsche ist Koks und weiß ich nicht was. Was ist Christel? Nur grüne. Christel ist einfach Christel, oder? Das ist doch normal hier, das liegt doch, ja. Eh im Backstage. Also bei uns auf jeden Fall. In Sachsen ist es doch vollkommen gang und gäbe. Kommt die Christel? Ja. Ja, wahrscheinlich ist es dann so, ich setze Christel auf die Gästeliste. Hab ich erzählt, dass ich sehr lange in den USA gesucht habe. Eigentlich bin ich nur in die USA geflogen, um Crystal Pepsi zu kaufen. Und ich habe sie gefunden. Ist das eigentlich Pepsi mit Crystal drin oder was ist das? Ja, das ist sehr, sehr gute Pepsi. Ah, okay. Also ich brauche auch mehr. Okay. Ich muss wieder in die USA. Ja. Nein, das ist tatsächlich, und so doof es klingt, das ist einfach nur durchsichtige Pepsi. Die aber auch nur, wenn man das Interessante daran ist, wenn man das trinkt, schmeckt es erstmal nicht wie Cola. Man muss wirklich die Augen zumachen, weil dieses Durchsichtige lenkt davon ab und man denkt, ja. Einfach nur, ist süß. Aber, ja. Wenn man die Augen zu hat, denkt man sich, Cola. Das ist ein bisschen wie die AfD, die wirkt ja jetzt auch erstmal nicht wie eine Nazi-Partei, aber wenn man sich das Parteiprogramm durchliest, dann, ja. Merkt man, doch. Wow, ja. Julius, meine Güte. Ja. Das war aber richtig krasse, wie sagt man, Metapher. Es war keine Metapher. Was war, Mann. Oder? Weiß ich nicht. Nee, es war ein Vergleich. Es war ein Vergleich. Eine Metonymie, eine sogenannte. Ja, haben wir studiert, ja, oder was? Ja, aber nicht zu Ende. Ja, schade. Sag mal, nee, ich dachte tatsächlich, wir rounden das jetzt mal so ein bisschen ab. Ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt schon labern. Hast du noch Themen? Hast du noch Bock? Ja, ich habe. Ich frage deswegen, weil ich habe gleich nochmal Ausgang und dann gibt es draußen ein kleines Pokémon Go Turnier. was gibt's denn so? Gibt's? Ich habe, Chewbacca. Darf ich das erzählen? Und das fand ich wirklich einerseits sehr, sehr lustig, andererseits halt auch unendlich grausam, ich weiß nicht, ob man es erzählen kann, es ist halt wirklich, ich finde es nur so 50% lustig, 50% ist es halt einfach nur wirklich grausam, dass das passiert, aber dass es passiert, ist auch irgendwie lustig. Dass jemand Pokémon Go in Auschwitz angemacht hat und dann dieses Giftgas-Pokémon dort aufgetaucht ist. Nein. Ja, oh, es ist ein, ich finde es, ja. Einerseits, also du erkennst den Witz, ja? Ja. Aber es ist halt auch unendlich grausam. Ja. Und das ist jetzt quasi auch, irgendwie soll es verboten werden, dass da kein Pokémon am besten mehr auftaucht. Es ist jetzt, also da ist dann ja wiederum die Frage, wie ist das mit dem Dinge und Orte wieder positiv konnotieren? Das ist auf jeden Fall nicht der richtige Weg. Ich habe ja mal von einem gehört, der meinte, dass es gab doch mal dieses Video von dem Auschwitz-Überlebenden, der vor den Gaskammern getanzt hat und meinte irgendwie, das ist der einzige richtige Umgang damit. Ja. Weiß ich auch nicht so richtig. Ich weiß auch nicht so richtig. Ich glaube, weil es Henrik M. Broder war, der das Ganze publik gemacht hat, ob es dann noch so cool ist, wenn der das sagt. Wer weiß. Wichtig ist, man darf nie vergessen und es ist sehr gut, dass es genau diesen unangenehmen Beigeschmack hat. Ja. Weil das Gedenken an Auschwitz, wie zum Beispiel Caroline Ehmke sagte, aber auch schon viele andere, hat kein Verfallsdatum. Das muss immer in unseren Köpfen sein, denn das ist unsere Geschichte. Und jeder Mensch, jede Organisation und jede Partei, die sich, die das leugnet, ist menschenverachtend, so, und menschenfeindlich. Da kratzt es an der Tür, die Wärter kommen. Die Zombie-Wärter. Ja. Ich weiß gar nicht, ob man das hört. Belassen wir es dabei. Spielst du eigentlich noch einen Jingle? Na klar. Ja? Ja. Das wäre ganz geil. Mhm.
Kannst ein bisschen dazu schreibt uns irgendwas Cooles an post@teamtotalezerredung.de. Übrigens, ganz kurz noch, was ich sehr, sehr toll fand, dass jemand mir direkt danach geschrieben hat, eigentlich wäre der geilere Titel für den Podcast gewesen, teamtotalezerhörung.de. Oh, nice. Ich bin nicht drauf gekommen, ehrlich nicht. Es ist eigentlich der geilere Titel, aber jetzt gibt es kein Zurück mehr. Nee, jetzt sind wir damit schon einfach mega berühmt geworden und dann können wir das nicht mehr. Ja, aber lieber Zuhörer, der die Idee hatte, die ist eigentlich geiler. Ja, finde ich auch. Aber perfekt im Unperfekten. Fuck. Siehst du auch, jetzt kriegst du das mit dem Jingle nicht hin. Jetzt. Ah. Hier, hier. 3D-Sound. Team totale Zerhörung. Ah, ah. Zerredung.